Get on down and party. Ja, grüß euch gut, Mädel und Buben, hier ist wieder der Peter von Barbecue Alt Perlach. Heute waren wir wieder am Grill, heute haben wir was Tolles gemacht. Wir haben ein 2,4 Kilo Flapsteak in diese Köstlichkeit hier verwandelt. Dazu gibt es einen Salat aus Bohnen, Linsen, Rucola, Tomaten und Kapuzinerkresse. Und wie wir das gemacht haben, schauen wir uns jetzt miteinander an. Da haben wir beim Peter, sind wir. Ihr hört es selber, wie das sind umfangreiche Bauarbeiten in irgendeinem Haus unterwegs und das schreckt uns aber jetzt nicht ab. Dieses Barbecue-Flapsteak kann man auf die einfache Art und Weise machen. Da mischt man einfach eine Barbecue-Sauce nach Wahl mit Bier zusammen. Wir machen es uns heute ein bisschen schwerer. Wir machen nämlich erst die Barbecue-Sauce und dazu brauchen wir die folgenden Zutaten. Fangen wir da drüben an mit dem Zucker. Ketchup, Salz und Pfeffer, Ahornsirup, ein Zimt, Cayennepfeffer, das ist geräucherter Paprika, dann haben wir noch Kreuzkümmel, Kumin auch genannt, Piment, Knoblauchpulver, da hinten haben wir Zwiebelgranulat, einen Weißweinessig, wenn ihr sagt, der ist aber nicht weiß, der ist ja rot, dann stimmt das, weil da ist ein bisschen Erdbeere mit drin, da haben wir Erdbeeressig angesetzt. Das Fruchtige passt wunderbar. Ein dunkles Bier, es sollte dunkel sein, sehr malzig, das aus der Forschungsbrauerei ist perfekt dazu. Und nachdem das auf einem amerikanischen Rezept basiert, habe ich hier meine Cups, meine kleinen Tassen zum Abfüllen. Und jetzt machen wir die Basis, die Barbecue-Sauce. Also, ein Cup Ketchup. Dann kommt ein halber Cup Ahornsirup. Und dann brauchen wir 2/3 Cups vom Essig. Das flüssige Zeug haben wir beieinander. Jetzt kommen so 2 Esslöffel Zucker dazu. Ich habe hier so eine Schüssel, da ist das Gemischte, was immer so überbleibt, das ist so. Halb heller, halb brauner Zucker, aber es ist alles Rohrzucker. Jetzt kommt dazu schwarzer Pfeffer. Das sollen so ungefähr 2 Teelöffel werden, aber das kann man hier so ein bisschen nach Gefühl machen. Und ungefähr so, naja, ein Teelöffel Salz. Vom Piment brauchen wir ungefähr einen halben gemahlenen Teelöffel. Ich habe nur einen ganzen da, das heißt reine Mörser und gib im Piment, heißt in Amerika auch Allspice, weil das so ein bisschen nach allem riecht, von Pfeffer bis Zimt. Und stimmt ja. Also, das war der Piment. Und von den nächsten 4 Sachen jeweils ungefähr einen halben Teelöffel. Also, hier ist der geräucherte Pfeffer. Pfeffer, Schmarrn, Paprika natürlich. Der Piment heißt ja auch Nelkenpfeffer, also der riecht auch so ein bisschen nach Nelken. Dann haben wir das jetzt alles drin. Brauchen wir noch unseren Kumin, Kreuzkümmel, auch ungefähr so einen halben Teelöffel und Cayenne. Mache ich jetzt mal bloß eine Messerspitze voll. Knoblauchpulver, naja, so ein Teelöffel. Dasselbe machen wir mit dem Zwiebelgranulat, also ungefähr einen Teelöffel. Und als letztes für die besondere Würze. Da haben wir noch so einen halben Teelöffel Zimt rein. Und jetzt werden wir das alles kräftig verrühren. Also zumindest farblich. Schaut schon mal aus wie ein Barbecue-Sauce. Jetzt haben wir das da durchgewirbelt und jetzt probieren wir es natürlich. Also nehmen wir uns einen
schön den sauberen Löffel. Das mache ich jetzt öfter, das muss ich mal abfüllen. Das ist ja großartig. Jetzt haben wir aber noch was dazu, was dem Ganzen den Kick gibt. Das heißt ja schließlich Barbecue Flapsteak. Das Bier, habe ich vorher schon gesagt, soll dunkel sein, soll malzig sein. Und da eignet sich das Bier aus meiner geliebten Forschungsbrauerei wunderbar. Und da tun wir jetzt da in diese Sauce 2 Cups rein. Mir blutet das Herz, aber das kann ja auch da drin nur gut sein. Das tun wir jetzt rein. Dann hoffen wir, dass uns diese Wespe da nicht sticht. Und dann werden wir das Ganze gut durchmischen. Das wird dann eine richtig schöne, flüssige Sauce. Und die wird sich jetzt dann mit dem Fleisch verheiraten. Gut, da liegt es vor mir. Ein Steak, ein Flapsteak. Das hat 2,4 Kilo. Hier mal so ein bisschen Vergleich, gell? Meine Arme. Schaut auf der einen Seite so aus. Auf der anderen so. Das habe ich das erste Mal gekriegt, als ich bei einem Metzger ein Flanksteak bestellt habe. Und zweimal ist mir passiert, dass ich statt einem Flanksteak dieses Flapsteak gehabt habe. Beides heißt nämlich auf Französisch Bavette. Dann gibt es das Bavette Flank und das Bavette Bayou, schreibt man das. Und das ist dieses Bayette Bayou. Ne. Bavette Bayou. Jetzt habe ich es. Also das Flapsteak, das ist wohl hier, nennt man auch die Dünnung. Das ist also hier, was bei mir jetzt nicht so dünn ist, ist die Dünnung beim Rind. Und da kommt das raus. Ich habe mir sagen lassen, dass das normalerweise in Deutschland ins Hackfleisch kommt. Der Metzger in Trudering, der Jais, hat uns das aber so geschnitten. Das haben wir schon vor einiger Zeit gekauft, haben es dann eingeschweißt und im Frierschrank da, also praktisch, es gibt ja Dry Aging, gell, trocken, Wet Aging nass und das ist dann Ice Aging wahrscheinlich. Das ist dann ein neuer Trend, also eisgeagedes Bavette Bayou. Und jetzt mache ich hier den ganzen Fettrand weg. Da hinten haben wir auch sowas wie so eine Silberhaut. Die tun wir auch weg und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt habe ich geschnitten und knibbelt und weggezogen und zupft und jetzt schaut das so aus. Also der allergröbste Dreck, wollte ich schon sagen, also das allergröbste Fett und Silberhäutchen sind weg. Wenn man sich das Bavette nochmal anschaut, dann sieht man, dass hier die Fasern sozusagen quer laufen. Also das sieht man hier ganz deutlich. Und was das Bavette auch hat, also dieses Ayu, das Flap hier, ich sage immer, das ist lockerer, die Fasern liegen locker beieinander. Also ein Flanksteak, das blende ich jetzt mal schnell ein. Das hat die Fasern der Länge nach und ist sehr kompakt. Und das hier ist ziemlich, wie man hier sieht, so, ja, kann man fast im Rohzustand schon auseinanderziehen, die Fasern. Das ist natürlich gut fürs Marinieren, für unsere Sauce, die wir gehabt haben. Der, von dem ich das Rezept her habe, aus Amerika, ich verlinke euch das dann unten, der macht folgendes, der nimmt eine normale Gabel und haut da nochmal mit der Gabel viele, viele Löcher rein. Ja, das ganze Ding entlang, weil er sagt, damit zieht die Marinade noch tiefer rein. Gar nicht so einfach, eine Form zu finden, wo der Franzen dann reinpasst. Ich habe jetzt hier so eine, wie heißt das, Jenaer Glas, Pyrex-Form. Da habe ich das hier so ein bisschen ja, hinein arrangiert. Eingestochen ist es auch. Und jetzt nehme ich meine schöne Barbecue-Sauce bzw. Marinade von vorher. Die schaut jetzt aus. Superb. Und die kommt jetzt da drüber. Das ist sehr großzügig hier. Weil die Marinade bzw. diese Barbecue-Sauce, die braucht man nachher nur mal. Die kriegt noch im Laufe der Zubereitung kriegt die noch 2 Leben. Also die wird dann noch zu 2 anderen Sachen eingesetzt. Schauen wir mal, dass das alles hier schön drunter ist. Ich lupfe das noch ein bisschen. Die Marinade auch da unten reingegangen. Genau. Handelsübliche Frischhaltefolie. Ziehen wir jetzt mal so einen Franzen ab. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Die reißt ja nie da ein, wo sie einreißen soll. Das scheint aber hier ein verbessertes Patent zu sein.
Das legen wir jetzt da drauf, drücken das aber so ein bisschen ins Fleisch hinein, dass hier die Marinade da auch schön überall hinkommt. Danach decken wir das Ganze mit einem schönen roten Brett ab. Kann ein blaues, ein grünes oder in Dortmund ein gelb sein. Und das kommt jetzt in den Kühlschrank für 10 bis 12 Stunden oder kann auch 24 sein. Jetzt ist es fast 24 Stunden später. Das Flapsteak hat schön geschlafen in seiner Marinade. Jetzt haben wir hier mal die Folie runter dann. Im Hintergrund stürmt es ein bisschen, Weltuntergang. Und ja, uns ist das jetzt wurscht. Ursprünglich wollte ich es auf dem Atago machen. Kleiner Check, 30 cm Durchmesser. Geht gar nicht. Da dachte ich mir, ah, Weber, BBQ, Steakmaschine, geht auch nicht. Allein von der schieren Größe her. Und deswegen machen wir es jetzt auf dem Cubinox drüben. Was wir jetzt aber als erstes machen, ist einiges an Küchenkrepp nehmen. Weil jetzt müssen wir das da irgendwie rausholen. Und vor allem ein bisschen trocken tupfen. So, also jetzt ist es abgetrocknet, das heißt einfach nur so ein bisschen abgetupft auf beiden Seiten. Als nächstes nehmen wir die Marinade hier. Da wird nichts hergeschenkt. Also schließlich die selber gemachte Barbecue-Sauce und natürlich das gute Forschungsbier drin. Das ist ein dermaßener Placciari. Das wird jetzt nochmal kurz gesalzen und pfeffert. Jetzt hat es mir einen Grill vor, Cubinox, vier Brenner, volles Rohr und die Sauce kochen wir kurz auf. Das machen wir gleich drüben am Grill. Ja, alle vier Brenner sind jetzt an. Der Rost ist ein bisschen mit Trennspray eingesprüht. Wenn die Sauce hier so ein bisschen Schaum wirft, dann ist das eigentlich perfekt. Ja, das rühren wir hier kräftig durch. Und dann soll das noch so 5 Minuten simmern. Grill heiß. Steak da drüben. Deckel auf. Das soll jetzt ungefähr 2,5 Minuten auf der Seite bleiben. Dann drehen wir es um 45 Grad, nochmal 2,5 Minuten. Und auf der anderen Seite machen wir dann dasselbe nochmal. Das läuft bei sau gut, gell? Seid selber schuld, ihr könnt es nicht drehen. Ist wirklich schade, also ich bedauere euch. Vor allem die, die jetzt parallel auf der deutschen Grillmeisterschaft sind, wo ich leider nicht hin konnte, weil ich heute dringend die andere Geschäfte hatte. Aber ich grüße alle ganz fröhlich, freundlich und freue mich auf mein Steak. Nach 2,5 Minuten muss der Gerät gedreht werden. Und für der Gerät brauchen wir hier Doppelgerät. Also so 45 Grad. Jetzt haben wir die nächsten 2,5 Minuten hinter uns. Jetzt drehen wir es um. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Ja. Super schaut es aus. Dass das hier ab und zu so ein bisschen dunkler ist, liegt natürlich an der Marinade mit dem Zucker. Aber es schaut genauso aus, wie es ausschauen soll. Deckel zu und nochmal 2,5 Minuten. Das kleine Steglein da hat übrigens 2,4 Kilo, wollte ich mir nur mal gesagt haben. Ha, verrückt, schon wieder 2,5 Minuten um. Müssen wir schon wieder um 45 Grad drehen. Und dann haben wir wieder 2,5 Minuten Ruhe. Jetzt sind die 2,5 Minuten auch vorbei, ich möchte das nicht gern. So, unser Steak schaut jetzt so aus. Was ich mache ist, mittlere Brenner aus, außere Brenner auf Minimum, drehe es nochmal um. Ah, perfekt. Und jetzt kommt die Soße ins Spiel. Ich werde das nämlich hier damit einstechen. Freut euch, das ist eine wunderbare Sache am nächsten Tag. Rost sauber machen und jetzt nur mal ja pro Seite ein Minütchen
das Steaklein habe ich jetzt nochmal zweimal eingeschmiert mit der Sauce. So, jetzt liegt es da im indirekten Bereich. Links brenne ein bisschen an, rechts brenne ein bisschen an, verkabelt an der dicksten Stelle. Ich möchte schauen, dass ich da so auf, ja, 52, 53 Grad komme. Dann ist es da Medium Rare. Und an den dünneren Seiten dann für die, die es ein bisschen durcher wollen. Yes, Punktlandung. An der dicksten Stelle 52 Grad. Das heißt, raus das Ding. Geruht hat es genug. Jetzt entfernen wir hier noch unsere Sonde. Und dann werden wir das kleine Steak auf ein kleines Bredel transferieren. Ah, das riecht. Jetzt liegt es da und wartet darauf, dass gegessen wird. Unser BBQ Flapsteak. Ah, das riecht. So. Jetzt schauen wir uns das nochmal an. Die Fasern laufen ja so. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt so schneiden, war das ein völliger Schmarrn. Wir müssen also schauen, dass wir hier so lang schneiden. Und damit wir hier nicht ewig lange Streifen schneiden, mache ich jetzt mal Folgendes. Ich schneide das hier einmal längs zur Faser. Dann schauen wir rein. Ich sehe es nicht, ihr seht es. Wie schaut es aus? Und wenn man jetzt hier hinter geht, an die dünnere Stelle, da ist es dann Medium. Das heißt, dadurch, dass wir hier verschiedene Stellen haben, ganz dünne, dicke, sehr dicke, haben wir eigentlich für jeden das Richtige dabei. Jo, fertig sind wir, angerichtet haben wir. So schaut es aus. Unser BBQ Flanksteak. Hier nochmal der nächste Verwendungszweck der Sauce. Die kann man hier so ein bisschen drüber träufeln. Also ihr seht, von ja, relativ rosa bis durch haben wir hier alle Stufen drauf. Dazu gibt es einen wunderbaren Salat aus Linsen und Bohnen mit Tomaten, Rucola und Brunnenkresseblüten. Mein Kameramann wackelt mit dem Kopf. Es ist Kapuzinerkresse. Ich verwechsel das immer, macht aber nichts. Wann habe ich noch? Wie immer, das Getränk. Jetzt haben wir ja vorher gesehen, in der Sauce ist ein dunkles Forschungsbier drin. Und die Franzosen sagen ja immer, man soll denselben Wein hernehmen, mit dem man kocht, den man dann zum Essen trinkt. Und genauso mache ich es auch. Also zum Essen gibt es ein wunderbares dunkles aus der Forschungsbrauerei. Und ansonsten sind wir jetzt fertig. Da drüben lacht mir der Teller, oder? Muss ich jetzt dringend rüber. Hab mich sehr gefreut, dass ihr das Video angeschaut habt. Wenn ihr wollt, da oben, wenn das Experiment gelingt, blende ich euch einen Knopf ein zum Abonnieren. Ansonsten müsst ihr mal schauen, das steht sicher rundherum ums Video. Daumen hoch, freut mich sehr. Kommentar freut mich noch mehr, reimt sich. Ich beantworte alle Kommentare. Ich würde mich freuen, euch in der Facebook-Gruppe bei den Bavarian Barbecuers begrüßen zu dürfen. Ansonsten werde ich jetzt essen, wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche, was auch immer, und wir sehen uns beim nächsten Video. Pfiat euch!